Das fliegt hier gleich alles in die Luft. Dass mein Drogentyp hilft, die korrupte Polizei zu besiegen. Morgen! Du hast sicher ein paar Fragen. Was machst du denn hier? Und woher hattet Herb meine Handschellenschlüssel? Officer, du solltest dich geehrt fühlen. Übrigens, Tab war mir für deine scheiß Abhöraktion was schuldig. Er ist nicht mit mir geflohen. Tab. Für den ist der Knast das Beste. Da kommt man schön vom Koks runter. Ich kenne mich da aus. Hey, Arschloch, ich habe keine Ahnung, was hier los ist. Hey, aber wenn hey, du denkst, ich. Hey! Würde... Da ist jemand, mit dem du reden solltest. Hier, nimm das. Was soll das sein? Siehst du das Schild da? Leuchte es an dreimal. Ganz schnell. Genau da musst du... Hier sind wir nicht sicher. Wir teilen uns auf. Tyson? Bleib von den Scheinwerfern weg. Scheiße. Aber wir finden den Kerl.
Zug ist stopp! Keine Chance! Unsere Leute sind überall! Sehr gut. Dein neuer Look gefällt mir übrigens. Was wollen wir hier, Tyson? Warte einfach ab, Mann. Nein, ich will's jetzt wissen. Erklär mir zum Beispiel mal, warum du den Bus in die Luft gejagt hast, in dem ich war. Okay, das war scheiße. Aber hat funktioniert. Los, mir nach. Ihr wollt mich doch verarschen. Tabs Transport, der Schlüssel. Kaputte Cops. Wir kennen uns eben aus. Mann, es tut mir echt, echt leid. Gib mir einen Grund, dich nicht auszunocken. Erstens, ich schlag zurück. Da bin ich mir sicher. Zweitens, Julian Dawes. Denk mal drüber nach. Er hat mir alles versaut. Er hat dich eingebuchtet und sie hat er auch abgezogen. Du bist der Einzige, dem wir vertrauen können. Vertrauen? Und was bitte soll ich davon haben? Dawes muss kapieren, dass seine Taten Konsequenzen haben. Auf Gerechtigkeit standst du schon immer, richtig? Was wäre, wenn ich euch sage, ihr sollt euch ins Knie ficken? Dann ficken wir uns ins Knie. Ja, was? Und du kriegst einen schicken Knast-Overall. Fällt die Entscheidung so schwer? Tja, das war die Fehde. Haben wir geschafft, ne? Würde ich sagen. Messi. Ja, ich finde es aber ein bisschen was. Bronze Battle Pack. Diese Episode spielen. Na. Außer Betrieb. Tyson und Kai haben ein paar Hinweise auf Daves neue Geschäfte gefunden. Diese Hinweise sollten nun genauer untersucht werden. Wer ist denn der andere Typ da hinten? Oh, ist die fast was Böses. Quark Edgar. Achso. Moon James. O.G. Han. Faule Äpfel habe ich aussortiert, aber nicht ganz allein. Ich bin mein ganzes Leben lang Police Officer. Und auch wenn es weh tut, das zuzugeben, ist mir klar geworden, dass unsere Polizeiarbeit, vor allem die Drogenbekämpfung, hoffnungslos veraltet ist. Mit Ihrer Investition schaffen wir gemeinsam die Polizei der Zukunft. Der alte Captain war fleißig. Miami aufräumen. Stellt euch vor, man nennt Dawes schon Amerikas Polizeichef. Was soll denn das überhaupt sein? Das ist ein Investorenvideo. Sagt ihr Preferred Outcomes was? Nein. Okay. Dawes hält eine Privatpolizei für die Lösung. Und mit Preferred Outcomes will er diesen Markt dann beherrschen.
Weißt du was, Kai? Bring mich zurück in den Knast. Vielleicht später. Erstmal. Ein Autohaus? Nein, es ist die koreanische Mafia. Und Dawes ist auch dabei. Wofür du sicher Beweise hast? Nein, aber ich habe einen Insider. Er heißt Boomer. Er ist eine Art IT-Freelancer für Drecksäcke. Ihr holt ihn in der Nähe des Autohauses ab. Mit seinen Infos kriegen wir Dawes dran. Warum genau soll ich dir nochmal vertrauen? Weil du der Einzige bist, der Dawes mehr hast als ich. Dein Boomer ist eine Stunde zu spät, Kai. Er geht nicht dran. Irgendwas stimmt da nicht. Ohne ihn kriegen wir nichts über Dawes raus. Naja, nicht unbedingt. Wir sollen also einbrechen. Ist noch jemand drin? Der Mist geht mir auf die Nerven. Sag meiner Frau, dass ich heute später komme. Schaffst du das oder verkackst du das auch? Sie sind weg. Okay, dann brecht ein. Es muss Verkaufsdaten geben, Käuferdaten, Bonitätsprüfungen, irgendwas. Das ist wirklich das letzte Drecksloch. Ihr müsst den Computer finden, mit dem Thumbdrive das Passwort knacken und die Dateien stehlen. Rein und raus, Kinderlein, okay? Ein Auto würde ich von dem ganz sicher nicht kaufen. Ach Nick, halt nach Boomer Ausschau, okay? Ist ein guter Junge. Wir tun, was wir können. Sind wir jetzt auch noch Babysitter? Park einfach am Autohaus. Irgendwo, wo es dunkel ist. Wenn ich ehrlich sein soll, ist mein letzter Bruch fast 20 Jahre her. Keine Sorge. Ist angeblich wie Fahrradfahren. Okay, ich bin bereit, anzumachen. Wer macht denn hier draußen eine Autohaus auf? Jemand, dem es scheißegal ist, ob er Autos verkauft. Kein Alarm. Cool. Wir stehen haufenweise Computer. Wenn er online ist, ist es der falsche. Julian Days will mit Hilfe des koreanischen Mobsters gehen. Ach, scheiße. An die Westküste expandieren. Finde Beweise für Days Verbindung zu Kang und bringe beide zur Strecke. Brief von Kangs Ehefrau gefunden. Henry, bring the. I'd like to. Wollte den Wagen noch am gleichen Abend haben. Was sie will, kriegt sie vermutlich auch. Ist ja auch ein schicker Wagen. Ja.
bringen den Bianchi heute Abend vorbei. Ich möchte morgen mit ihm fahren. Moment, der Besitzer dieser Bude hat einen Delfino? Wieso Delfino?